Herzlich willkommen aus meinem Informationskanal für vedische Astrologie. Mein Name ist Gerhard Feiner und ich bin hauptberuflich tätig als Lehrer und Forscher in der vedischen Astrologie. Ja, in diesem Video geht es ja um die Deutung des Monats Mai 2018 anhand der Transite der Planeten für den jeweiligen Aszendenten. Deswegen die Bitte, achten Sie darauf, dass diese Deutung nicht anhand Ihres Sonnen- oder Sternzeichens vorgenommen wird, wie Sie das aus der westlichen Astrologie möglicherweise kennen, sondern Sie müssen schauen, was ist Ihr Aszendent und sich dann das jeweilige Monatsvideo auswählen. Denn in der vedischen Astrologie ist der Aszendent viel, viel wichtiger als wie das Sonnenzeichen. Und sollten Sie Ihren Aszendenten nicht kennen, können Sie diesen gerne bei mir gratis erfragen. Sie brauchen nur dazu unterhalb dieses Videos auf den vorbereiteten Link gehen, mir Ihre Geburtsangaben schicken und dann teile ich Ihnen innerhalb eines Tages mit, was Ihr Aszendent ist, damit Sie wissen, welches der 12 Videos für Sie jetzt im Mai das Richtige ist. Außerdem können Sie mit diesem gleichen Link unterhalb dieses Videos auch Ihren Atma Karaka anfordern. Das ist der Planet, der Ihre Seele beschreibt. Und auch einen sogar einseitigen Deutungstext dazu bekommen. Und das ist jetzt zwar nicht Voraussetzung für dieses Monatsvideo, ist aber auch ein Gratisangebot an Sie, um viel mehr über sich zu erfahren, denn der Atmakaraka, der Seelenplanet, ist viel, viel wichtiger sogar noch wie der Aszendent. Es ist eigentlich der wichtigste Planet in Ihrem vedischen Horoskop überhaupt. So, dann, ja, ganz große Sache. Und zwar darf ich Sie alle recht herzlich einladen zur Gratis-Erforschungsreise, nämlich der Reise der Seele. Das ist eine Reise, die findet statt vom 4. Mai bis zum 11. Mai 2018, läuft also 8 Tage. Und an dieser Gratis-Erforschungsreise lernen Sie die 7 Wege kennen, wie Sie die Entwicklung Ihrer Seele mehr beleuchten können, ja, und damit auch mehr voranbringen können. Wenn Sie sich die Teilnahme sichern wollen, dann melden Sie sich gleich unterhalb dieses Videos dann auch mit dem vorbereiteten Link an, um sich die Teilnahme zu sichern. Sie erhalten dann auch eine weitere E-Mail mit alles Weiteren zum Ablauf dieser Gratis-Erforschungsreise, der Reise Ihrer Seele. Übrigens winken bei Teilnahme auch die Möglichkeiten, an einer Verlosung von Amazon-Gutscheinen auch noch teilnehmen zu können. Ja, jetzt legen wir aber los und zwar schauen wir nach der planetaren Großwetterlage Ihrer Planeten im Mai 2018. Dann wollen wir mal einen Blick wagen in die Sterne für Sie als Aszendent Skorpion Mai 2018. Dazu lassen wir jetzt mal den Chart einschweben und beginnen mit der Sonne, die ja Sie repräsentiert auch im Chart. Und diese ist in den ersten 20 Tagen in Ihrem 7. Haus. Das bedeutet, dass Ihnen generell jetzt auch das Thema Partnerschaft besonders wichtig ist in den ersten 20 Tagen. Sofern Sie natürlich in einer Beziehung sind. Ja, Sie haben dann ein größeres Interesse am Wohlergehen Ihrer Beziehung, sind mehr bereit, Opfer für die Partnerschaft zu erbringen, damit es dieser besser geht. Oder wollen auch etwas mehr Klarheit über den gemeinsamen Weg mit dem Partner eben haben, indem sie einfach sich mehr über den Austausch mit ihrem Partner und die gemeinsamen Projekte, was Sie mit ihm machen wollen, austauschen wollen. Nun, sollten Sie nicht in einer Beziehung sein als Skorpion, dann wäre jetzt leichter das Entstehen einer Beziehung möglich, ja, in den ersten 20 Tagen des Monats Mai. Das 7. Haus ist der Gegenüber, der Austausch mit unseren Mitmenschen, das Haus der Partnerschaft und Beziehungen.
Das bedeutet, dass nicht nur eine Beziehung jetzt auch leichter entstehen könnte, sondern generell auch das Auftreten in der Öffentlichkeit, der Austausch mit den Mitmenschen rückt jetzt mehr in den Vordergrund. Ja, sie wollen weniger ihr Licht unter den Scheffel stellen, sondern Handlungen unternehmen, wie sie ihr Licht mehr in der Öffentlichkeit strahlen lassen können. Für diejenigen, die beispielsweise auch selbstständig engagiert sind, sei es jetzt hauptberuflich oder nebenberuflich, ist dies eine Phase, wo man vielleicht mit einer Aktion mehr in die Öffentlichkeit geht, sich mehr präsentiert oder generell auch etwas machen möchte, wodurch man durch die Öffentlichkeit mehr wahrgenommen werden kann. Nicht jeder will was mit Selbstständigkeit zu tun haben. Deswegen das siebte Haus, ja, hat auch was zu tun mit dem Reisen, ja. Das heißt, für die Skorpione ist es jetzt auch eine gute Zeit, Reisen zu machen. Allerdings keine Kurzreisen, sozusagen jetzt bloß mal 50 Kilometer von A nach B, sondern das siebte Haus steht für Fernreisen. Es ist ja das Haus direkt gegenüber von dem Aszendenten. Dann schauen wir mal weiter. Der Merkur, der auch gerne das Reisen mag, ist auch im Haus der Reisen, im siebten, und zwar ab dem, muss gerade schauen, 13. Mai. Und das fördert das nochmal, muss aber nicht zwangsläufig das Reisen, wie gesagt, sein, denn Merkur ist ja auch die Energie, die etwas damit zu tun hat, zu kommunizieren. Ja? Merkur ist das Reden mit den Mitmenschen. Und jetzt sehen Sie schon, na, Sie könnten jetzt, wenn Sie in einer Beziehung sind, sehr viel mit Ihrem Partner über das, was Sie gemeinsam erschaffen wollen, was Sie aufbauen wollen, was Sie der Welt hinterlassen wollen, in den Austausch gehen. Sofern Sie selbstständig sind, könnte dies auch anzeigen, dass Sie jetzt sehr gut eine Werbeaktion machen können. Denn Merkur ist der Manager, ne? Er steht für Marketing, Vertrieb, ja, Werbung sind auch alles seine Bedeutungen. Und da er im Schlepptau der Sonne ist, im siebten Haus, wäre das jetzt auch von daher recht deutlich in Ihrem Leben für die anderen wahrnehmbar. Nun, schauen wir weiter, dann sehen wir, dass die Venus die ersten 18 Tage im achten Haus ist. Ja? Das bedeutet, während Sie auf der einen Seite mit Ihrem Partner diskutieren über Ziele, Wege, Perspektiven und hier auch mehr Interesse an der Partnerschaft haben, werden Ihnen vielleicht auch gleichzeitig noch bestehende Schwächen in Ihrer Partnerschaft mehr bewusst. Dies gilt für die Zeit bis 18. Mai. Denn es ist ja sehr wichtig, in einer Beziehung zu reden, denn Schwächen kann man eben nur dann erkennen, ja, wenn man auch sich für die Bedürfnisse seines Gegenübers interessiert und fragt, was brauchst du und wie geht's dir und was können wir besser machen, ja. Und mit Venus in Haus 8, das achte Haus ist das Haus der Schwächen, Venus ist der Planet der Partnerschaft, erkennen wir, dass sie jetzt leichter Impulse bekommen, sich über bestehende Schwächen in ihrer Beziehung klar zu werden, um idealerweise dadurch etwas zu verändern. Weil Sie sehen ja auch, dass Merkur, der hier über das achte Haus herrscht, also über das Haus der Schwächen, auch im siebten Haus, im Haus der Beziehung positioniert ist in dieser Zeit, wodurch es Ihnen eben jetzt auch wirklich leichter zugänglich ist, zu erkennen, was sie verändern möchten. Nun ist es so, dass die Sonne, die ja sie auch repräsentiert, nicht die ganze Zeit im siebten Haus ist, sondern Sie sehen schon, ab dem 21. Mai geht die auch in das achte Haus. Und das achte Haus wird damit in den letzten 10 Tagen des Monats Mai für die Skorpione sehr bedeutungsvoll.
Und das ist es ja sowieso, weil Skorpion auch das achte Zeichen ist, ja. Und gehen Sie also davon aus, dass Sie damit mehr mit Ihren Skorpionqualitäten konfrontiert werden in der Zeit ab 21. Mai und den folgenden 30 Tagen, denn so lange wird die Sonne dann in Haus 8 sein. Und das achte Haus ist ja auch das Haus der Schwächen. Das bedeutet, dass Sie noch weiter damit konfrontiert sind, sich mit Ihren Schwächen zu beschäftigen oder Sie auch das Gefühl zu haben, dass Sie etwas gebremst sind oder vielleicht nicht so in der Kraft sind, ja. Was dann eben besonders ab 21. Mai gilt. Ne? Das achte Haus ist das Haus der Mängel, das Haus der Schwächen, das Haus der Krisen, ja. Es ist kein günstiges Haus in der vedischen Astrologie. Allerdings, aus einer höheren Warte betrachtet, gibt es ja kein Gut und kein Schlecht. Na, da soll man ja hinkommen, wir Skorpione. Und das bedeutet, wir sollen ohnehin auch in den Dingen, die uns vielleicht jetzt mehr als Schwächen gezeigt werden, ab dem 21. Mai, das Gute darin erkennen, weil wir, es gilt ja der Satz, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Ja, wenn uns eine weitere Schwäche bewusst wird, dann können wir ja was verändern. Und Skorpion ist das Zeichen der Veränderung. Das ist die inkarnierte Veränderung. Ja, weil hier der Wandel vom Saulus zum Paulus oder, ja, sprich die großen Transformationen im Leben stattfinden. Das ist der Skorpion. Der ist Ende des Lebens ganz ein anderer Mensch, wie der in der Jugend gewesen ist. Ja. Und er sollte sich eben auch zum Besseren entwickeln. Ja. Man kann auch abstürzen als Skorpion. Das geht in beide Richtungen. Das hängt viel mit der Qualität Ihres Planeten Mars im Horoskop zusammen. Aber also nochmals, ab dem 21. Mai geht die Sonne dann in Haus 8 und mein Rat lautet, ja, also sich nicht durch irgendwelche also Dinge einfach, wie soll ich sagen, das achte Haus steht auch für unerwartete Ereignisse, die auch stressig dann sind im achten Haus. Es ist kein Glückshaus, das achte, ja. Aber immer verbunden mit dem Ziel, um sie auf Schwächen aufmerksam zu machen, weil sie nicht auf ihrem Kurs sind, ja. Das ist die einzige Idee dahinter, sie dann trotzdem auf die Glücksbahn zu bringen, auf den Erfüllungspfad. Nur wir müssen uns auch entscheiden, diesen gehen zu wollen, ja, den Herzenspfad. Und was uns davon abhält, sind aber die Schwächen. Ja? Solange Sie zum Beispiel noch in der Furcht sind, werden Sie nicht Ihren Herzenspfad gehen können, weil Sie sich noch vom Angst, vom Tod fürchten, vor Krankheit fürchten, vor Verlust fürchten, vor Trennung fürchten, vor Armut fürchten, was weiß ich. Ja? Das soll nicht sein. Ja? Der erste Schritt auf dem Weg zur Lebensfreude ist schon mal Furchtlosigkeit. Und solche Eigenschaften, ja, es gibt ja noch andere Untugenden außer Furcht, die werden Ihnen mehr bewusst gemacht ab 21. Mai, verbunden mit der Arbeit, diese Untugenden, das, was nicht göttlich ist, also Angst, Sorge, Furcht, hat alles mit der göttlichen Liebe so nichts zu tun, sollen Sie ja bloß daraus lernen, dass Sie dies überwinden sollen und immer darauf achten sollen, dass sie mit den positiven Attributen verbunden sind. Fühlen sich verbunden, für sie ist gesorgt, sie sind unsterblich, ja, sie sind nicht der Körper, sie haben nur einen Körper und so weiter und so fort. Und alles andere ist hier nur dazu da, um Erfahrungen zu machen. Ja? Und wenn Sie, es ist dann Ihre Einstellung zu diesen Erfahrungen, das Positive zu sehen, ja, und eben nicht damit zu hadern, ja, oder sich wirklich zu überlegen, Mensch, was sollte ich daraus erkennen, um es künftig besser zu machen. Das achte Haus ist also ein sehr wichtiges Haus für den Skorpion. So stehen leichter Veränderungen an, die vielleicht auch ihre berufliche Ausrichtung betreffen, denn die Sonne regiert ja auch das 10. Haus und ab 21. Mai und den folgenden 30 Tagen kann sich hier auch eine Veränderung ihrer beruflichen Inhalte ergeben. Muss jetzt keine große Änderung sein, aber trotzdem kommt diese Energie auch irgendwie zum Tragen.
Nun, Mars verändert auch seine Position, das ist sehr interessant. Der geht ja jetzt raus, am 15. Mai ist er noch im Steinbock Haus 3 und dann geht er ins vierte Haus. Und bis zum 15. Mai ist Mars sehr gut positioniert noch für Sport, ja, da haben sie Energie für ihre Hobbys, ja, und für Bewegung und je nachdem, was sie machen, Yoga, Joggen, keine Ahnung, Radfahren, das ist hier sehr gut für Sie mit Mars in Haus 3. Ab 16. Mai wandert er dann ins vierte Haus. Und Mars ist natürlich wichtig, denn er repräsentiert ja den Skorpion. Das bedeutet, es gibt ein gesteigertes Interesse an Themen des vierten Hauses ab dem 16. Mai. Plus Folgewochen. Mars ist ja immer sehr lang in einem Zeichen, vergleichsweise zu Venus und Merkur, über doppelt so lang. Und im vierten Haus werden dann Mutterthemen wichtiger oder das Thema Auto, ja, das ist auch das vierte Haus, ja, jetzt mal rein von der materiellen Ebene. Das bedeutet, das vierte Haus steht aber auch für das Thema Immobilien und das Zuhause, ja. Aus diesen Themen etwas wird stärker in Ihr Bewusstsein kommen, ja. Vielleicht werden Sie mehr Kontakt mit Ihrer Mutter haben. Oder sie werden sich um Fahrzeug kümmern, ja, weil sie ein neues haben wollen. Oder sie haben was vor mit ihrer Wohnsituation. Ja. Auf einer inneren Ebene sorgt der Mars allerdings dann ab 16. Mai mehr für Spannungen, Unruhe und ja. Wie kann man den jetzt produktiv kanalisieren? Wissen Sie, das vierte Haus steht ja auch für Persönlichkeitswachstum, ne? Und das Innenleben. Jetzt haben wir Mars, der braucht Action und Abenteuer, und steht im Haus des Innenlebens. Tja, wie kriegen wir das gebacken? Zum einen ist es schon mal gut, das zu wissen, dass ab 16. Mai diese innere Spannung etwas mehr zunimmt. Gleichzeitig können Sie die aber dadurch abbauen, indem Sie halt die Energie von Mars produktiv kanalisieren. Mein Rat lautet also ab 16. Mai, entweder Energie dafür einsetzen in die Persönlichkeitsentwicklung, in die Entwicklung von Selbstbeherrschung, ne, das wäre ein Weg. Oder, falls Sie diese Spannungen merken und nicht so den Zugang jetzt haben, sich intensiv mit Selbsterforschung zu beschäftigen, dann wäre es gut, beispielsweise Haus 4 dafür Mars einzusetzen, also Wohnung renovieren, Garten umgraben, Auto reparieren, ja, der braucht Beschäftigung irgendwie in einer produktiven Art, sonst sorgt er innen nur für Tumulte. Dann Saturn weiterhin im dritten Haus, da ändert sich nichts dran, der bleibt ja 2,5 Jahre in einem Zeichen im Schnitt in etwa und ist ja erst ein paar Monate hier drin. Nun, Saturn arbeitet von allen Planeten am gründlichsten. Das dritte Haus steht für ihre sozialen Fähigkeiten, aber auch ihre Fähigkeit der Kommunikation. Und das hat ja auch viel mit unseren sozialen Fähigkeiten zu tun, wie wir mit den anderen sprechen. Und ich brauche Ihnen nicht sagen, dass wir uns so viel und so oft verletzen durch Worte. Und mit Saturn in dieser Position können Sie jetzt sehr davon profitieren, Ihre Art und Weise, wie Sie mit Ihren Mitmenschen umgehen, zu überprüfen und dies auch sehr darauf bezogen, in welcher Art und Weise Sie kommunizieren. Achten Sie nämlich immer darauf, auf die drei goldenen Regeln. Ich meine, es gibt da viel mehr dazu zu sagen zum Thema Kommunikation, ja. Kommunikation macht uns Menschen ja wesentlich aus, aber drei goldene Regeln für die Kommunikation sind: erstens ist das, was Sie sagen wollen, wahrhaftig. Checken Sie das mal ab, ja, bloß mal diesen Punkt mit wahrhaftig, ja. Wie schnell sagt man etwas vielleicht, um ein bestimmtes Verhalten des anderen haben zu wollen und geht in die Schmeichelei, was aber nicht voll der Wahrheit entspricht? Ja, so, ich sag's jetzt mal so, Halbwahrheiten, ja. Es ist sehr delikat, ja, hier in diese Sache einzusteigen, in die Kommunikation. Also, machen wir es kurz.
Ist das, was Sie sagen wollen, wahrhaftig? Erstens. Zweitens, ist das, was Sie sagen, überhaupt nötig? Ja? Wir reden oft, ohne dass wir gefragt sind, und wollen unseren, wie sagt man so schön in Bayern, Senf überall dazugeben. Aber unsere Meinung ist gar nicht gefragt. Und so sollten wir, ja, das drückt, sagen uns auch die vedischen Weisheitslehren, wir sollten eigentlich nur unsere Meinung kundtun, wenn wir nach unserer Meinung gefragt werden. Denn es steht uns ansonsten nicht zu beurteilen oder zu verurteilen über andere Menschen. Ja? Die Indianer sagen ja, du musst erst mal 7 Jahre in dessen Mokassins gelaufen sein, damit du diesen Menschen verstehst. Und wir schauen den an und sagen, ja, das, was der da macht, geht ja gar nicht. Das ist nicht in Ordnung. Und Worte sind mächtig und bedingen auch Karma übrigens. Also das Zweite ist das, was Sie sagen wollen, nötig. Und das Dritte ist das, was Sie sagen, geeignet, den anderen zu erheben. Also wir sollen in einer gegenseitig wertschätzenden Art und Weise antworten. Ja? Aber wie läuft es oft? Ne? Einer fängt an, meinetwegen, und dann ist der andere gekränkt. Und weil der andere gekränkt ist, ja, dann meint er, jetzt hat er das Recht, da zurückzugeben und fängt zum Zischen an. Ja, und dann gehen die gegenseitigen Verletzungen los. Und dann haben wir zwei verletzte Egos und da kommt nichts raus. Ja, weil ein verletztes Ego kann nichts Vernünftiges produzieren. Stattdessen in dem inneren Frieden zu bleiben und in der Liebe, das ist die große Aufgabe. Aber dabei können Ihnen eben die Überprüfung Ihrer sozialen Fähigkeiten und Ihres Kommunikationsverhaltens sehr, sehr gut zeigen, wo Sie stehen oder was es noch zu vertiefen und verbessern gilt. So, was haben wir noch? Jupiter, ja, weiterhin der große Glücksplanet im Skorpion, im Aszendenten. Das ist sehr gut für die Unterstützung all dieser Dinge, weil Ihnen steht an und für sich mehr zur Verfügung durch ein höheres Verständnis des Lebens, durch Weisheitslehren, durch Philosophien, durch das Annehmen eines Lehrers oder Gurus oder was auch immer, zu einem höheren Verständnis des Lebens zu kommen. Ja, Sie haben einen guten Lauf jetzt. Sie sind ja mit dem göttlichen Segen enger verbunden und fühlen sich auch mehr beschützt, getragen und erkennen auch, dass selbst wenn Dinge mal knapp werden jetzt, es dann doch immer irgendwie gut läuft, ja, weil das ist der göttliche Segen. Jupiter ist der Glücksplanet in Ihrem Aszendenten, kriege ich gleich Gänsehaut, ja. Also natürlich setzt es aber auch voraus, dass wir empfänglich sind und damit wir empfänglich sein können, ist es auch wichtig, dass wir keine Blockaden in uns haben, weil wir noch irgendwo in der Furcht, in der Sorge, in der Angst, bla bla bla, diese ganzen Dinge, die wir ja loswerden sollen, stecken. Denn erst wenn wir diese Dinge, unsere Schwächen, ja, überwinden, dann füllt sich das Amrita, das Soma, das göttliche Elixier in uns und wir können nur noch Schönes wahrnehmen und die göttliche Ordnung hinter allem erkennen. Und dieser Zugang ist Ihnen mit Jupiter in Haus 1 jetzt sehr viel leichter möglich, sich auf diese Straße der Erkenntnis, wie eben beschrieben, zu begeben. So, die karmische Achse, Entschuldigung, bevor wir dahin kommen, ja, noch was Gutes. Der Vollmond ist ja am 29. Mai im Zeichen Schütze. Für die Skorpione, ja, damit im zweiten Haus. Und Vollmond ist ja die göttliche Mutter, die will ja nähren und versorgen, ja? Der Mond und Vollmond im Besonderen natürlich. Und das bedeutet, das zweite Haus steht ja fürs Geld, dass in der Zeit so zwischen, sagen wir mal, 28. und 30. Mai Sie in irgendeiner Art und Weise eine finanzielle Zuwendung erfahren oder irgendwie ein besseres materielles Wohlergehen erfahren oder irgendwie eine Art Belohnung bekommen, weil Sie sich um etwas in der Vergangenheit gut gekümmert haben. Ja? So sollten Sie mal Ihre Antennen ausfahren in der Zeit zwischen 28. und 30. Mai, was Gutes sich bezüglich Ihrer Versorgung oder ja, Ihres Wohlergehens ereignen möchte. Jetzt noch zur karmischen Achse.
Da hat sich natürlich nichts verändert. Nach wie vor ist es ein guter Lauf für Sie, auch mit Ihren beruflichen Ambitionen weiterzukommen. Ja, es ist eine Zeit, in der Sie sich mehr mit Ihrer Individualität zeigen sollen, berufsbezogen nach außen gehen sollen, ja, um eben mit dem, was Sie tun oder was Sie denken, ja, wie man es tun könnte, berufsbezogen jetzt auch an Ihrer Karriere weiterhin zu arbeiten. Und so werden Sie auch darin weiterhin sehr gut vorwärts kommen können. Okay, das war der Aszendent Skorpion, ne, über den wir jetzt gesprochen haben, mit Mai 2008. Ja, zum Schluss hier nochmal die Erinnerung, damit Sie sich auch die Teilnahme sichern können an dieser Gratis-Erforschungsreise der Reise der Seele, die ja vom 4. bis zum 11. Mai 2018 geht. Dazu finden Sie auch unterhalb des Videos den Link, mit dem Sie sich Ihre Teilnahme sichern können und auch per E-Mail weitere wichtige Informationen erhalten. Ja, das war's gewesen. Dann darf ich Ihnen allen natürlich einen wunderschönen Mai wünschen und viel Freude bei der Reise zu sich selbst. Ich freue mich schon, wenn wir dann Ende Mai uns wieder unterhalten über die planetare Großwetterlage für Juni 2018.